Arme Abby. Auf der Suche nach Owen hätte es beinahe im letzten Part in diesem Spalt hier ordentlich geklickt. Aber wir haben dann doch nochmal Glück gehabt, da wir kurz vorher zwei Messer produziert haben. Und die sind ja eine ultimative Absicherung gegen Klicker. Hätte ich mit Ellie auch gerne gehabt. Aber... Joa. Das ist wohl etwas, was sie von Joel nicht so ganz übernommen hat. Frag mich auch gerade, kann ich noch mehr Messer herstellen? Oder habe ich das schon? Ah, genau, das habe ich noch offcam gemacht. Richtig. Richtig. Schalldämpfer ist leider nicht drin. Auch Nahkampfwaffenverbesserung nicht. Aber wir haben wieder einige Pillen. Lauschmodus. Klarheit. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Okay. Oder die Geschwindigkeit erhöhen. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Ist natürlich auch nice. 50% mehr Heilung. Schnellere Bewegung im Lauschmodus. Nehmen wir das. Immer der Sonne nach, hieß es. Ich kann es vor Sonnenuntergang schaffen. Ich muss es vor Sonnenuntergang schaffen. Ja, das denke ich allerdings auch. Weil in der Dunkelheit gegen Infizierte, nicht nur gruseliger, sondern auch belastender allgemein. Und warte, habe ich jetzt nicht? Genau, ich habe so viele, dass ich das hier jetzt auch aktivieren könnte. Oder Bewegungsgeschwindigkeit mit gepacktem Gegner. Nee. Aber ich habe auch Bock auf dieses 50% mehr Heilung. Ich glaube, ich spare lieber auf das. Wir kriegen ja generell mit Abby auch viel schneller die ganzen Items zusammen. Ich glaube, da müssen wir nicht lange für warten. Oh. Du schon wieder, ja? Ja, direkt in einen Abgrund. Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Wie böse der Spruch einfach war. Sie führe dich! Direkt in den Abgrund, sagt sie. Ja, also was das angeht, bin ich ja mit Abby einer Meinung. So, wo geht's jetzt lang? Wir haben zwei Optionen eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, welches der beiden Gebäude mich weiterführt. Das hier sieht aber nach dem Loot-Gebäude aus. Ja, dann pack mal alles ein, ne? Und weiter geht's. Apropos, ich weiß, es nervt ein bisschen, zum dritten Mal jetzt dieses Menü offen, aber wir können auch jedes Mal was Neues verbessern. 50% mehr Heilung ist drin und als nächstes gäbe es erhöhte Zielstabilität für nur 20. Wow, 100% mehr Genauigkeit und 100% mehr Stabilität, das ist halt schon heftig. Dann gehe ich da wohl als nächstes drauf. Oben geht's wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, Vorsicht. Das habe ich erwartet. Okay. Die sind aufgeschreckt worden durch den Lastwagen. Kann ich auch verstehen irgendwie. Um die Möglichkeit für schnellere, lautlosere Kills ein Messer einzusetzen, aber ich würde die dann doch lieber als ultimative Klickerwaffe behalten. Klar, wenn es mal sein muss, dann ist es halt so. Aber Stand jetzt... Passt das soweit? Ich habe aber schon das Gefühl, dass Abby ein bisschen länger für die Stealth-Kills braucht als Ellie. Täuscht das? Oder ist das wirklich so? Weil ich meine, sie hat den krasseren Bizeps. Das wäre halt irgendwie unlogisch.
Habe ich was zum Werfen? Ja, also ich könnte den theoretisch auch herlocken. Ich denke, das mache ich jetzt auch. Oder? Ja. Ich weiß nicht, ob dann mehrere kommen. Das ist halt das Ding. Ich traue mich nicht. Wenn ich jetzt Glück habe, kommt er hierher. Ich riskiere es einfach. Sheesh. Was war das? Wie so ein Hund? Müsste ein Klicker sein, oder? Ja, ist auch. Oh, scheiße. Ich wollte mitmachen. War's das? Ich hoffe. Ja, das war's. Ich warte ja immer noch darauf, dass mich ein Synchronstudio entdeckt. Nein, Spaß. Wobei ich es auch nicht ablehnen würde, so. Die ein oder andere Gastrolle, kein Problem. Schreibt ihr ja auch immer in die Kommentare. Oh, man hätte hier durch die Wand gekonnt. Ach, krass. Ah. Dann hätte man den einen Dude auch skippen können, oder was? Ja, aber so ist besser. Fühle ich mich wohler mit. Allerdings gibt es hier noch ein paar Items. Ah, stimmt. Und ich bin noch verletzt von der Klicker-Attacke. Also könnte man auch über eine Heilung nachdenken. Aber wenn es hier noch mehr Snacks gibt. Warum sollte ich? Erstmal weitersehen, ja? Wow, cooles Graffiti. Das sieht mal geil aus. Keine Ahnung, wo lang. Aber hier sieht es ehrlich gesagt ein bisschen nach Sackgasse aus. Ja, ist auch so. Wenn auch nicht gänzlich. Alkohol liegt rum. Eine Flasche. Aber wir haben ja einen Brick. Die Steine sind besser als die Glasflaschen, weil die deutlich lauter sind. Und ich kann immer noch keinen Schalldämpfer herstellen, Alter. Das gibt's doch nicht. Na gut, aber ein weiteres Messer. Ach, ich musste jetzt sogar eins verwenden für den Klicker. Was? Warum das denn? Ich meine, mit Ellie musste ich das ja nicht. Die hat die einfach gepackt und so erledigt. Komisch. Aber okay, so gleicht sich das so ein bisschen wieder aus, dass Abby halt die Messer hat. Oh, ein Tresor. Ja, also sie hat dadurch Vor-, aber auch Nachteile. Aber warte, heißt das, ich hätte den Klicker dann nicht Stealth killen können, wenn ich jetzt kein Messer gehabt hätte? Das ist ja schon ein bisschen fies. Oh, das war wohl mal eine Bäckerei. Eine Konfesserie. Ja, steht auch hier. Leckere Torten. Frage ist bloß, warum haben die einen Tresor? Oder haben sie im Amiland alle einen Tresor? Das kann gut sein, ja, das kann schon sein. Bin ich neidisch. Nein. Okay. Kommen wir nicht rein. Aber wie finde ich denn jetzt die Kombination für den Tresor raus? Weil ich meine, die wird doch jetzt wohl kaum in einem der anderen Läden zu finden sein. Es sei denn, das ist alles derselbe Inhaber. Was ich allerdings auch nicht glaube. Ich fürchte fast, ich
Bert da gleich Mäuschen spielen müssen. Ja gut, und dann heile ich mich jetzt auch mal. Kann sonst den Alk nicht aufnehmen. So. Da ist Medikit hergestellt. Und weiter geht die Looterei. So, was ist das? War das mal ein Hotel? Weil da so viele Schließfächer sind. Nee. Eher ein Antiquitätenladen. Deswegen auch der Drache. Also das ist hier, glaube ich, so ein Chinese-Stadtabteil. Ja, ja, eindeutig. Hier das dazugehörige Restaurant. Hä? Kann ich das nicht aufnehmen? Okay, es hat so geglitzert, deswegen dachte ich, ich könnte das aufnehmen. Aber die Alkflaschen sind wohl schon leer, leider. Okay, also wenn ich jetzt nicht gleich eine Kombination finde, dann gehe ich nochmal zurück. Und setze meine Ohren ein. Weil ich möchte natürlich ungern verschwinden, ohne... Oh, verdammt, ich höre Klicker. Mist. Bringt mir einfach vom Leib. Ja. Da wäre ich auch stark für. Okay, let's go back. Ich gucke nochmal. Wobei, ich könnte ja auch. Ich bin verwirrt. Ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass ich die Kombination in einem anderen Gebäude finde. Die muss hier irgendwo sein. Gibt es irgendeinen Hinweis? Die Preise vielleicht. Nee. Oder so ein bestimmtes, wichtiges asiatisches Jahr vielleicht? Dimsum. Nee, ich habe keinen Plan. Ich werde es jetzt mal wieder mit dem Ohr machen. Oh. 68? Sechsundneunzig? Neunundachtzig. Das hat echt geklappt. Ist zwar lame, aber wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. Wenn das Spiel einem die Möglichkeit gibt, dann ist das so. Okay, hier wäre noch ein Snack. Und MG-Muni. Wenn es da oben gleich abgeht, wissen wir, wo wir zurückgehen können. Um uns ein bisschen aufzufrischen. Und apropos, wir haben schon wieder so viele Pillen. Dann gibt es jetzt mehr Stabilität. Okay. So, natürlich werde ich versuchen, hier oben auch möglichst lautlos vorzugehen, aber ist nicht immer drin. Aber ich mag die ganzen Bilder hier. Ist so schön. Oh oh. Sind das alles Klicker? Fuck. Vergessen, die können mich nicht sehen. Nur hören. Ja, ich weiß, sie können eigentlich das Licht auch nicht sehen, aber ich mache es jetzt trotzdem aus, weil ich mega Angst habe. Und Tatsache, sie braucht jedes Mal ein Messer. Schnapp ihn dir.
Gibt's noch einen? Nein? Zwei weniger. Okay. Nur noch Millionen. Das stimmt allerdings. Übrigens, warum sind die Klicker eigentlich in so gut wie allen Fällen, oder ausschließlich, ich weiß es gerade nicht, Frauen? Ich kann mich gerade nicht an männliche Klicker erinnern, sondern immer nur an weibliche. Aber ich denke nicht, dass das geschlechtsabhängig ist. Dafür gibt es deutlich mehr männliche Runner. Ich weiß. Gott. Also Super Mario wird aus dir schon mal nicht mehr. Was war das denn? Ich achte da demnächst auf jeden Fall mal drauf, aber irgendwie ist das schon so, dass es schlicht bestimmte Geschlechter priorisiert bei bestimmten infizierten Arten gibt. Oh, da geht's runter. Will ich da wirklich hin? Warte, was ist das denn? Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss der Fedra einen Tipp über unsere kleine Rationen-Operation gegeben haben. Ich wette, es war Jiao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Die Kombination ist... Triff mich in unserem anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf. Mai. Okay, also haben wir die Tresor-Kombination doch noch rausgefunden. Lag jetzt wahrscheinlich daran, dass halt die den Tresor verwendet haben und nicht die Frau. Ist doch schon eine Weile hier. Der da eigentlich gehört hat. Also ist das jetzt vollständig, auch wenn wir es jetzt anders gelöst haben. Meine Prophetin. Gewähre den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wolves zu führen. Durchgestrichen. Vergib mir meine Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich, pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wolves den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Die Wolves haben den Waffenstillstand gebrochen? Das ist aber nicht toll. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht, doch ich habe meinen Teil getan, um das zu ändern. Du hast mich durch den Sturm geführt. Jetzt muss ich ruhen. Möge der Strom ruhig sein. Mögest du mich heimführen. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Ja, aber den Wolves auch nicht, oder? Also so viel besser seid ihr ja jetzt auch nicht. Das hat ja auch schon Owen festgestellt. Nur Abby will das nicht so ganz an sich ranlassen. Gibt keine Engel in dieser Welt. Und bestimmt hier unten auch nicht. Ja, war ja klar. Arschloch. In der Tat. Boah. Was habe ich mich gerade erschreckt wegen dieser Vase? Ja, toll, also hätte ich mir das sparen können, hier reinzukommen, oder? Weil an sich hätte ich auch ganz normal zurückgehen können. Hier gibt es jetzt nichts wirklich Besonderes. Ja, okay, gut. Oh! Okay, ich hab nichts gesagt. Da ist eine Shotgun. Sehr schön. Ja, allerdings.
Doppelläufige Flinte, neue Waffe. Ich habe mich gerade gewundert, weil das war Munition für eine neue Waffe. Dachte schon, was? Habe ich was verpasst? Aber damit ist das klar. Ja gut, dann hat es sich doch gelohnt, hier vorbeizuschneiden. What the fuck? Ich geh dann mal, ne? Ciao. Gut, dass ich das schon aufgemacht habe. Ich glaube, die sind auch viel zu blöd, die kommen da nicht raus. Oder? Hey! Mach doch nicht alles kaputt! Die schönen Vasen! Die sind bestimmt einiges wert. Hey! Nein! Oh! Dullis. Na, ich lass die mal leben. Ich habe nichts davon, die jetzt abzuschlachten. Außer Munitionsverlust. Das kann ich mir sparen. Warte, wo ging's denn jetzt weiter? Ich hab da irgendwo... War da nicht was? Ah, hier, ne? Genau. Hier waren wir noch nicht. Bin ich nicht großzügig? Ich lasse sie am Leben. Wobei, ehrlich gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich denke, Runner bekommen noch den Großteil mit von dem, was sie tun. Ich glaube, die wären sehr froh, wenn ich sie einfach killen würde. Aber ich habe halt wirklich nichts davon in der Situation. Hätte ich das Tor nicht geöffnet, dann hätte ich es tun müssen, aber da habe ich jetzt Glück gehabt in der Situation. Märtyrer-Tor. Der Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Noch mehr Leichen. Nee, aber... Ein Freak-Laster. What the hell? Wie so ein Altar. Meine Prophetin. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte. Aber ich muss dich bitten. Segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Na gut, das ist ja jetzt eigentlich nichts Negatives. Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Naja, fühle ich jetzt nicht die Aussage. Ich meine, was gibt jetzt dir das Recht, die auf ihre Insel zu verbannen und zu sagen, ihr dürft nicht herkommen? Ist Schwachsinn, meiner Meinung nach. Das Festland gehört nicht euch. Meine Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross, schnell und stark, einem neuen Sattel und neuem Zaumzeug. Lieber Weihnachtsmann. Nein, Spaß. Sie ist keine gute Fee. Ja, aber die sind nicht böse. Also bis jetzt alle, die, die hiermit zu tun haben, die sind nicht prinzipiell böse. Klar, ein bisschen durchgeknallt, aber ich hab's ja schon mal erklärt. Die haben halt wirklich alle Hoffnung verloren. Und ich kann's auch irgendwie verstehen, so. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering, aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeit zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Der ist sogar sehr ehrenvoll. Okay, immerhin mal eine praktische Bitte. Ja, der erkennt, ey, ich kann nichts, aber ich würde gerne helfen, anstatt euch auf der Last zu liegen. Ich finde die hier sogar ziemlich sympathisch gerade. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe schon zwei Wolves in deinem Namen befreit. Okay, nicht alle. Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lass mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Ja gut, ein Lost Boy muss ja immer dabei sein. Und ja... Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Darstellung des Lastwagens, aber gut. Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können.
Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Ja, aber den Wunsch haben wir doch alle, oder? Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Was? Er ist stark und geschickt, zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Well, nur so ein kleiner Tipp, dann geh zu ihm hin und lass die Hüllen fallen. Da will jemand Sex haben. Auch das fühle ich. Kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen. Das Bedürfnis hat man nun mal. Auch in so einer Welt. Ja, ist ja nicht so, als würde das einfach nachlassen. Wobei man sich natürlich schon gut überlegen sollte, ob man da jetzt noch Kinder in die Welt setzen möchte. Cam, danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Ska-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht. Warum sie ihren Leuten nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Oder hat er wirklich? Er oder sie, ich weiß nicht. Egal. Sie fing dann mit dem üblichen Ska-Mist an, dass wir zurück zur Natur müssen. Finde ich nicht falsch. Und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Ja. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will. Und dass der Tag des Ausbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Ja, das ist dann halt, naja. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mit ihr geredet habe. Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist. Aber ich sag dir etwas. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Ah. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind. Aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einen sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause. Sei vorsichtig, Sally. Also ist die in deren Gewalt? Isaac. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja, dann ist klar, dass die Skars völlig durchdrehen und die Wolves killen wollen. Puh. Also nicht alles, was sie sagt und propagiert, ist schlecht. Oh, nice. Kommt halt auch drauf an, wie die Leute das umsetzen und sehen. Das ist halt immer die Gefahr bei sowas. Aber ich finde schon, dass wir jetzt zum ersten Mal nicht nur Freak-Shit gelesen und gehört haben, sondern wirklich Sinnvolles. Was ich zum Teil auch unterschreiben kann. So. Haben wir also noch einen Schnellzugriff auf unsere Pistols. Nice. Und auch der Schalldämpfer kann endlich hergestellt werden. Aber nur für die eine Waffe, ne? Ja, alles klar. Sollte man mal nachladen. Gut. Das andere ist voll. Ja, dann, weiß ich nicht. Verdammt, ich brauch Flaschen, sonst kann ich nichts herstellen. Belastend. Keine Flaschen hier. Schade. So, Moment mal. Das führt gar nicht in denselben Bereich zurück. Vielleicht finden wir da hinten noch was. Ich habe auch was aufblitzen sehen. Ich habe nur die ganze Zeit Angst, weil wir die Runner noch hören können. Nicht, dass die doch noch vorbeischauen. Eine Eisenstange. Ist das besser als das... Ja, doch. Ich denke schon, dass das besser ist als dieses Messgerät hier. Oder Rohrzange oder whatever das ist. Scheiß drauf. Kann ich hier hoch? Ja, bestimmt kann ich hier hoch. Moment, ich will erst gucken, ob es noch was gibt. Hier auf der Außenseite zum Beispiel, oder komme ich da gar nicht rein? Aber doch, da ist der Leiter.
Aber nein, ich komme da so nicht hin. Okay. Ah, doch, warte. Hier. Hier ist was. Ernsthaft, ich könnte mal eine Werkbank gebrauchen. Ich muss mindestens eine übersehen haben. Cool, dieses Chinese-Tor, oder? Die Sonne geht unter. Ja, das ist jetzt aber auch nichts Neues. Das Blöde ist nur, es ist noch weit. Entweder hier runter oder darüber. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Dann durch das Chinese-Tor. Aber Vorsicht. Das ist ja an sich Scar-Gebiet. Allerdings, wenn Owen hier durch ist, dann sollte es clean sein, oder?